Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist die Zielsetzung deiner Tätigkeit? Normalerweise Platz 2 müsste man davon ausgehen, dass man versucht, diese Position zu halten, oder? Zielsetzung wird sein, die Mannschaft gut auf die Restrunde vorzubereiten. Dass wir in einen guten Zustand kommen, dass wir zum ersten Spiel die Mannschaft fit haben und die Voraussetzungen schaffen, dass wir dieses Spiel dann auch gewinnen können. Und so werden wir dann auch die weiteren Wochen angehen, zu gucken, die Mannschaft vorzubereiten, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen und dann von Spiel zu denken. Und auch wirklich zu sagen, wie können wir gegen Duisburg gewinnen, wie können wir gegen Viktoria Köln gewinnen. Ja, das ist klar. Jetzt nehmen wir einfach mal den Fall an, dass dieser Erfolg eintritt, den wir uns ja alle wünschen. Wäre es dann nicht unsinnig zu sagen, der Mann, der uns dahin geführt hat, der wird jetzt ausgetauscht gegen jemand anderen? Das ist ja noch ganz, ganz lange hin. Und ich weiß auch, es werden auch schlechte Spiele kommen, es werden auch Niederlagen kommen und ich kann mich auch erinnern, wie die Stimmung nach dem Meppen-Spiel war, dass wir einfach sehr, sehr schlecht gespielt haben. Von daher, wir können einfach nicht beeinflussen, was die Zukunft bringt. Wir wollen einfach das so angehen, dass wir uns gut vorbereiten, Spiele gewinnen können und dann einfach sehen, was bei rumkommt. Und klar, die Frage wird dann kommen im April, im Mai, was passiert. Und die werden wir dann beantworten. Der Punkt ist natürlich, du weißt, worauf ich hin will. Es wurde immer gesagt, na, er macht's nicht und dann hat er es doch gemacht und wieder und wieder und wieder. Das ist ja nicht ewig wiederholbar. Das ist natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne? Und trotzdem bin ich überzeugt, alle, die mich jetzt hier näher kennengelernt haben, glauben das auch. Ja. Weil ich das einfach keine Schauspielerei ist. Es ist nach außen hin mit Sicherheit, kann man das so sehen, kann man das thematisieren. Menschen, die mich nicht kennen, jeder, der mich persönlich kennengelernt hat, aber über längere Strecke und auch öfter, wird mir das auch glaubhaft abnehmen, dass dieser Ablauf genau so war. Ich kann es nur wiederholen, diejenigen, die das nicht glauben wollen, kann ich nicht wegnehmen. Die kennen mich wahrscheinlich auch nicht. Muss man einfach so stehen lassen. Von daher, für mich gilt es, diese Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, fortzusetzen, die Mannschaft in den fitten Zustand zu bringen und zu sehen, was dann einfach am Ende dabei kommt. Ja. Jetzt gab es noch ein Interview von Uwe Koschinat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Es gab es in einer Online-Ausgabe der Revierzeitung oder so ähnlich, in dem er gesagt hat, es hätten sich in der Struktur des Vereins, damit war wohl der Eintritt deiner Person in den ganzen sportlichen Bereich, Veränderungen ergeben, die dann letztlich dazu geführt hätten, dass er gegangen ist. So will ich es mal übersetzen. Ne? Empfindest du das als Nachtreten? Am Ende war die Situation nicht schön, insbesondere für Uwe nicht schön, aber auch für mich nicht schön, für den Präsidenten nicht schön. Ich glaube, das haben wir anders gewollt. Und wenn man sich dann danach darüber so äußert, ist das absolut legitim. Hat er seine Meinung dazu und muss ich auch so akzeptieren, respektieren und bin ich ihm auch nicht böse. Ja.